herzlichen guten Morgen. Auch all denen, die jetzt erst gekommen sind und nicht schon in der frühen Morgenstunde mitgeholfen haben, Schnee zu fegen. Der TSV Rodo begrüßt Sie recht herzlich als Veranstalter der Berliner Meisterschaft der weiblichen C-Jugend. Wir haben in diesem Jahr zwei Neuerungen und wir hoffen, dass wir einen Anstoß geben, damit dieses Schule macht. Als allererstes begrüße ich die beiden Herren von dem Team Neuköllner Filmen für Neukölln. Das Rodo-Journal überträgt am Freitag, den 16.03. für die Kinder leider erst um 22 Uhr. Aber am Freitag, den 16.03. um 22 Uhr im offenen Kanal, Sonderkanal 8, wird eine Aufzeichnung dieser Meisterschaft zu sehen sein. Bitte, wenn Interessenten da sind, die eventuell eine Kopie haben wollen dieses Streifens, sich bei mir zu melden, dann werden wir das arrangieren und werden diese Kopien zur Verfügung stellen. Die zweite Neuerung, und darauf sind wir ganz besonders stolz, und da bitten wir jetzt mal zumindest diese Hälfte zur Gänze, die ganze vordere Hälfte hier zur Gänze zu räumen. Seid ihr beiden auch so selbst ein Jugendpilotprojekt sehen können. Jugendpilotprojekt durchgeführt vom TSV Rodo und finanziert und finanziell unterstützt durch das Bezirksamt. Wir gehen hier in Berlin in die Schulen, in Berlin-Rodo, Neukölln, in die Schulen, 36 Grundschulen, etwa 20 haben wir bisher besucht. Wir haben jetzt auch mit dem Verband gesprochen, dass Sichtungstrainer in die anderen Schulen gehen, damit wir diese Arbeit, Jugendpilotprojekt, noch intensivieren können. Was das Jugendpilotprojekt beinhaltet oder zu was es führen kann, sehen Sie vielleicht auch an unserer C-Jugendmannschaft. Von den 12 Spielerinnen, die für diese Meisterschaft gemeldet waren und sind 9 durch dieses Pilotprojekt gegangen. So, ich bitte euch jetzt einzulaufen. Sie werden es unschwer erkannt haben, dass mit auf der linken Seite von mir am Feld A die Anni und am Feld B die Juliana stehen, zwei unserer Spielerinnen aus der C-Mannschaft. Treffen sich jeden Montag und jeden Freitag von 15.30 Uhr bis 17 Uhr. Und wir haben in dieser neuen Saison auch einen dritten Tag. Wir werden auch den Mittwoch anbieten, wo wir das Kinderpilotprojekt für die Minis durchführen. Erst später an den Volleyball herankommen, den Volleyball erst kennenlernen durch Mitschüler.
die haben die Möglichkeit, dienstags und donnerstags von 17 bis 19 Uhr im Jugendpilotprojekt Anfänge des Volleyballs zu erlernen. Minis. Herzlichen Dank auch der Annette und der Katrin, die verantwortlich zeichnen für die Übungen. Die Mannschaften können dann mit der Erwärmung beginnen. Liebe Zuschauer, liebe Spielerinnen, liebe Offizielle, der Höhepunkt, das Endspiel der Berliner Meisterschaft, der weiblichen C-Jugend für die Saison 2000-2001 findet statt. Im Endspiel treffen aufeinander die Mannschaften des Köpenicker SC und des TSV Rudow. Heißen Sie die Mannschaft recht herzlich willkommen. Ich stelle Ihnen vor, den Köpenicker SC mit der Nummer 3, Paula Bernig. Mit der Nummer 13, Janine Friedrich. Mit der Nummer 7, Laura Ludwig. Mit der Nummer 6, Katharina Kopetschke. Mit der Nummer 11, Saskia Mildes. Mit der Nummer 5, Sabrina Kroll. Und jetzt erwarte ich einen doppelten Applaus, denn wir haben ein Geburtstagskind. Mit der Nummer 8, Sophie Hempel. Yeah.